Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Gibbes. Ja, da ist uns das letzte Mal einer vor die Füße gesprungen, im wahrsten Sinne des Wortes. An dieser komischen Maschine haben wir ja diese Köpfe gesehen und dann fehlte ja einer und dann ist er hier von oben runtergesprungen gekommen und sicher kein Problem, nee, ich weiß nicht, was zum, keine Ahnung, nicht so ungut, aber wer oder was bist du? No offense, but who or what are you? Oh, do forgive my rudeness. Allow me to introduce myself. I'm quite sure that my name is Otis, but I'm afraid much of my biography is as much a question mark to myself as it is to you. I'm not wrong in surmising that this is the first time you're engaging in conversation with a human octopus hybrid, correct? Yeah, I'm kind of at a loss for words here. Don't worry, Mr. Octopus Person. I like you. You're kind of a fishy, so you're okay. Haha, well, yes, young miss. I assume I am. Aren't I? Please, call me Otis. Nice to meet you, Otis. I'm Priscilla, and this guy over here is Don. He's a private detective. Yes, she believes me. But anyway. Yoo-hoo. Ja, an was kann er sich denn erinnern? What can you remember, Otis? I do remember my name was Otis, and I died. I'm afraid I can't remember the circumstances. I did wake up at the hands of these persons that were operating on me. Strange sensation, to be sure, but I was alive again. Quite a blessing, sir, I assure you. Die Frage ist ja, warum ist er gestorben? Ist er gestorben, damit er dazu gemacht wird? Oder was? Ja, du hast eine recht positive Lebenseinstellung für einen sprechenden Kopf. Ich will ihm das jetzt nicht mies reden, aber er ist tatsächlich verdammt gut drauf. You have quite the positive outlook on life for a talking head. How could I not? I was dead, and now I live! Is there a greater joy imaginable? I think not! That's a refreshingly positive attitude. Thank you! I was always an optimist, and as you can see, good things have happened to me! Indeed. Daran kann er sich also erinnern, dass er immer ein Optimist gewesen ist. Was kann er uns denn über die Leute hier sagen? What can you tell me about the people who did this to you? Well, everything's a bit foggy, you understand. All I can remember are masked men rushing about with all kinds of strange instruments. Their speech was muffled, so it was pretty hard to make anything out, I'm afraid. Dang it. I do remember them referring to me as a dry, if that helps at all. Trockener? Irgendeine Ahnung, was das bedeutet? Dry. Any idea what that means? One can only assume it has some negative implications, but that's pure speculation on my part. Weißt du, wo das Labor ist? Do you know where the laboratory is? Yes, I do. You don't want to go in there, do you? Indeed, we're chatting away when we should be getting out of here at this very instant. No one's going anywhere until we reach the lab. Oh dear, I must be frank with you, young miss. I intend to leave the premises as soon as possible and suggest you do the same. Come on, Otis, work with us. You ain't gotta go back in there, just help us get in. Oh, heavens, well, all right. I suppose I owe you a debt of gratitude. The laboratory is right outside this chamber and to the right. Ich frage mich nur gerade, was ist mit den anderen Köpfen, die hier drin sind, in der seltsamen Maschine? It's, well, Otis. It's Otis. Danke. Otis sure is a unique fella. Ich glaube auch. Die anderen, waren die anderen denn nur Köpfe? Not sure I want to do that. Okay, wir kommen später wieder. Now get back to you, Otis. Was war denn mit der seltsamen Maschine? As you wish, dear sir! Und jetzt können wir ihn auch nicht mehr nach dem Butcher fragen, ne? Können wir da nochmal ran? Ist das denn Otis Platz gewesen? Wer sind denn die Menschen? Was ist denn mit denen? Hä? Was ist mit denen denn? Können wir die auch rausholen? Nee, ne? No. Wo war denn der Hund? Da war noch ein Hund dazwischen. No, was ist mit dem hier? Was ist mit dem? Hat er eine Baskenmütze auf? Was hat er auf dem Kopf? Tja, okay.
Mehr können wir wohl nicht machen mit der seltsamen Maschine. So, Flüssigstoff. Spray. Eiswürfel, okay. Eiswürfel. Jetzt können wir auch die Flüssigkeit in dem Rohr sehen. Okay. Na gut, dann gucken wir uns das hier mal eben an. A portable Instafreeze. Neat. Das könnte praktisch werden, ne? I think I'd feel safer carrying this. I just do. Ich glaube auch. I could just walk around with frost in my pocket. Frost in my pocket. Nice. Ansonsten dachte ich, es wäre was Negatives. Frost in my pocket. Take it, brother. Only this can keep the things at bay. Was? Was erwartet uns denn hier noch? Das macht mir ein bisschen Sorge. Weil die schienen ja auch alle, die Kultisten, die hier alles bedient haben, die schienen auch sehr beunruhigt und all sowas. Merkwürdig. Nein, ich will... Okay. Komm, hier nicht, ne? Das heißt, wir müssen tatsächlich runter. Kommen wir hier raus? Ich glaube, wir müssen die Maschine betätigen. Und Priscilla scheint uns ja jetzt soweit doch zu vertrauen. Das heißt, ich würde dann erstmal eben... Wir gucken uns den vorher nochmal an. This thing is filled with gasoline. Jetzt muss ich wieder dran denken, dass ich den Randolph aufklebe und dass ich nicht rausgefunden habe, was es damit auf sich hat. It's a container full of liquid nitrogen. Sprayable. For all your Instafreeze needs. Gut, dann würde ich sagen, benutzen wir den Benzinkanister mit dem Einlassventil. Drink up, big buddy. There you go. Gut, dann schmeißen wir das Ganze doch mal eben an. I'd gotten the engine to run. At least now. Any loud noises would be covered by the engine's humming. Der ist aber relativ leise, ne? In die Luke sind wir auch noch nicht reingekommen. Wie machen wir das denn? Jetzt ist die Frage, was können wir mit dem Hebel da oben noch machen? Der eine war für den Motor. Was ist mit dem Hebel hier? Können wir damit irgendwas bewegen? Ah. Was haben wir uns denn jetzt Schönes reingeschrieben? Ich habe es in die verlassene Fabrik geschafft, wenn der Metzger... Ja, das hatten wir schon, genau. Ein kleines Kind hat mir eine Waffe vorgehalten, die halb so groß war wie sie selbst. Wir suchen beide nach dem Gleichen. Das hatte ich schon, ne? Ja. Dieser Fall ist bei Weitem der verrückteste, an dem ich je gearbeitet habe, ohne Zweifel. Ich habe gerade Otis getroffen, einen Hybrid aus Mensch und Krake. Er sagt, die Tür zum Labor ist die große direkt vor dem Kryoraum. Also die wir nicht aufmachen konnten. Vergiss Waffen. Ich rücke jetzt mit flüssigem Stickstoff heran, in sprühbarer Form. Das große Metallrohr ist präzise auf das Glas über der Tür ausgerichtet. Fehlt nur noch die richtige Art von Druck. Ah, wir müssen Druck ausüben. Gucken wir uns das Ganze mal eben an. Jetzt haben wir es schon ein bisschen vorweggenommen, was ich da jetzt eigentlich gerade eben gemacht habe. Was habe ich denn da gemacht? Vor dem Glas. Das heißt, wir müssen hängendes Metallrohr. Wir müssen irgendwie... Ja, aber wie? Priscilla war vorhin hier, ne? Aber wir kommen da ja nicht hin. I'm gonna call it Alice. Warum? Warum nennen wir ein hängendes Metallrohr Alice? 'Cause it's in chains. Mhm. I'm not a complete square, you know. But seriously, looks like it could somehow be of use. Ja, aber wir können es nicht benutzen, das ist weit oben, ne? Severely out of range. Witzigerweise können wir jetzt hier den Hebel auch nicht mehr anwählen. Wie machen wir das denn? Wie kommen wir denn da ran? Wir haben die Brechstange, das Elektrowerkzeug, flüssig Stickstoffspray. Noch die richtige Art von Druck. Wie machen wir denn da Druck? I don't think I need to do that. Okay.
Wie mache ich denn da Druck drauf? Kann ich mich mit der Brechstange da hochhieven? Nee, ne? Hä? Nein, du solltest zur Luke gehen, du Haiopai. Da wollte ich gar nicht hin. Brechstange mit Luke. Nah, can't reach it. Ich komme nicht ran, gut. Ausmachen können wir es auch nicht mehr. Sag mal, wir kommen hier noch nicht mal mehr raus, kann das sein? Interessant. Sollten wir die Tür... Aber selbst dann nützt es uns das nicht, wenn wir die Tür vereisen. Not helping. Yeah, no. Was ist mit dem improvisierten Schlafbereich? Den nehmen wir mit der Brechstange auseinander. Da wollte er nichts von anfassen. Ob Priscilla uns helfen kann? Die war ja vorhin da oben und na, die kann das... Oh, warte, aber sie hat... Ne, macht sie nicht, oder? Ich rede mal mit ihr. Hey, Kid. I think I thought of a way to get us past those huge doors, but I need you to trust me, okay? What do you mean? I'm gonna need that gun of yours. Fine, I trust you. No. Do not let me down! Or what? Was tust du dann, huh? That's a promise, Priscilla. Okay. Wir haben die Pistole. It's a gun I got from that kid, Priscilla. What a weird world we live in. Mhm. Ich sag's dir. Schießen wir auf das... Achso, okay. Schießen wir jetzt auf das Ding da oben? It's been a while, but here goes. Ja, die Frage ist, und nu? I got rid of the glass above the door to the lab. Seeing as you're the only one with suction cups, think you could do us a solid and get inside the lab through there? Oh dear! I suppose I can. To be perfectly honest, I'm shaking in my non-existent boots just at the thought of going back in there. Come on, you can do it, Otis. Yeah, you go, Otis. I appreciate your support, dear friends. All right, here I go. Oh, der soll sich mal nicht die Saugnäpfe aufschneiden an dem Glas. Oh dear! Oh Lord! Oh, it's all coming back now! The bits! The horrible bits! The non-dries! They're horrible gnashing and gnawing and... Nein, oh, this is too much zusammen. To bear! Oh God, what is that? Oh, what do you know? It's a coin! Oh, and of course, no pockets to put it in. Great! Oh God, the abominations! Focus, Otis! Focus! All right, it's open. Wow. Thanks, Otis. You are incredibly brave. Oh, yeah, auf jeden Fall. Yes, could I please go now? There are horrible things in there, and I don't wish to spend another second in that vicinity. Where are you headed to, Otis? It appears I really have no place to go, do I? Mm-hmm. Yeah, I thought that might be the case. Look, here's my office back in Darkham. The key's under the doormat. Make yourself at home until you, think things through, all right? How exactly is he going to make it there without attracting attention? You're right. Hey, I have an idea. Priscilla, you should mail him to my address. You know, like a pet or something. But I want to see the laboratory and save the fishies! Keine Zeit dafür. Doch, du hast doch selbst gesagt, Otis ist wie eine Art Fischi. You said it yourself. Otis is sort of a fishy, and he needs your help. Once you mail him, you can come back and we'll explore together. What do you say? I guess you're right. But don't explore too much without me, you hear? You can count on me, partner. Don't get ahead of yourself. See ya! Many thanks again! All the best! Oh, it's jolly good to get a second chance, isn't it? So many opportunities! Mike?
Let's see here. Why, I could be on telly, my dear. The one true talking head out there. Yeah, I guess that's true. See, little one, always keep a positive outlook. Ew, ow. Just a second. Stepped in some oily thing here. Ew. Well, I guess it's slithered, actually, isn't it? You're funny, Otis. Well, that was surreal. All right, let's see what secrets this place holds. Ach man, der arme Otis. Und dann eben mit seinem Flashback, das war schon fies. Und dann findet er eine Münze und kann sie nicht mitnehmen. Wir gehen ins Labor. Wo nur ein einziger großer Knopf ist. Aber Löcher im Boden. Und ich höre Geräusche. Eine Grube. Noch eine Grube. Noch eine Grube. Noch eine Grube. Eine weitere Grube. Bedienfeld. Noch eine imposante Tür. Zentrales Gerät. Das ist ein roter Knopf. Wir gucken uns die Gruben an. It's a dark, deep pit, but down there I can just make out something wrong, squirming around. Glimpses of eyes, teeth, and tentacles coming in and out of the darkness. Man, am I happy for that grate. Vielleicht noch mehr Tentakelviecher? Das klingt nicht gut. Okay. Another pit. Another unseen creature writhing at the bottom. The stuff that nightmares are made of. Terrifying. Okay, das klang nicht so schön. Wir gucken uns das zentrale Gerät an. Its only feature is a big red button. That button's begging to be pressed. Oh, ja. Press this button, Worm, and we all die. Ich habe trotzdem nur das Verlangen, den Knopf zu drücken. Wir tun es aber noch nicht. Wir gucken uns erstmal die anderen Sachen an. A plain, scratched metal panel of sorts. Zerkratzt? Warum ist sie zerkratzt? Looks stuck in place. Don't touch unless one escapes, Worms! Okay, Bedienfeld. Hier ist aber sonst nichts, ne? Nur die Tür. Looks like this door somehow slides into the wall. No visible handle. Could this lead to the butcher's inner sanctum? Wir müssen es tun. Wir müssen es tun. Ihr wisst das auch, oder? Wir müssen den roten Knopf drücken. Stay out, Mooks! This definitely opens somewhere else. Wo könnte sie sich denn öffnen? Oh komm, wir tun's einfach, was soll's. I don't like my chances of surviving that. Gotta think of another way. No. No. Doesn't help here. Can't find a single place to stick it in. Aber was haben wir denn sonst für Möglichkeiten? Wir haben hier nichts. Außer den Gruben jetzt hier. Immer noch nicht im Labor. Ich habe Priscilla überzeugt, Otis aus der Fabrik zu bringen. Sie sollten jetzt sicherer sein. Ich habe mich auf den Weg in einen riesigen Raum gemacht, in dem überall Gruben sind und ich meine nicht die von der leeren Sorte. Etwas da unten kreischt und knurrt und nagt. Sehr viele sogar. Verdammt. Es gibt einen großen roten Knopf in der Mitte der Halle, aber er könnte das, was in diesen Gruben ist, befreien. Ich finde es besser heraus, bevor ich ihn drücke. Wie finden wir das denn heraus?
Keine Ahnung, machen wir es auf? I'm not messing with it. Wenn das zerkratzt ist, machen wir das auf? Nothing to remove or perforate. Und aufzubrechen? Bedienfeld? K-Type's got leverage. Oh nein, ist das ein Rätsel? It seems to control some kind of security apparatus. Oh Gott. Probably put in place in case one of those creatures escapes. Don't touch unless one escapes, worms. Die Frage ist, da unten werden keine Otises sein, ne, oder sowas. Okay, wir gucken uns das mal an. Looks like a view of this room from above. Ja. And there's a cage hanging overhead. Ja. Oh, können wir uns... Oh, nice. Können wir uns alle hochholen und gucken, was drin ist? Die beiden konnten wir uns angucken, ne? Ich... Huh. So the button opens both the door and the monster's pits. Devious. That's one monstrosity secured. And all the rest of them loose. That's one monstrosity secured. And all the rest of them loose. Ja, aber so können wir doch immer nur eins absichern. Deswegen verstehe ich das gerade nicht. Wir können uns ja an den Käfig einsperren, dann sind wir gesichert. Ich verstehe das schon. Aber das ist doch, wird doch überall so sein. Egal, was wir tun. Das ändert sich ja nicht. Deswegen verstehe ich das jetzt nicht ganz. Haben wir alle ausprobiert? Da können wir es nicht draufstehen, ist schon klar. That's all the creeps loose. But at least I'm safe once I press this button. Ach so, also doch. I don't see a better option. Das ist aber eine ganz doofe Idee, oder? Und wir haben keinen Käfig. Oder kommt der, wenn ich drauf drücke? Scheiße. Was tue ich? Aber dann kommen die doch nach draußen. Dann sind die anderen doch auch nicht sicher, Priscilla. Was ist denn hier los? Was haben die denn da gemacht und gezüchtet? Hilfe. Abscheulichkeit. Wir sind in Dragon Age Origins. I don't know what that is, but it wants me dead. It's horrid. No time for that. I ain't touching it. Okay, dann das Einzige, was uns übrig bleibt, ist sie einzufrieren. Die anderen ziehen sich auch zurück? Okay. I hate to admit it, but I was shaken. Experiments or not, scientific reality or abhorrent supernatural nightmare, these horrible blobs of flesh, limb, and rot existed. I could still smell their indescribable presence, even though they were all gone. God knows where. It really takes a lot to shake me, but I was shaken. Das ist auch nicht so prickelnd. Sind die da jetzt wieder drin anscheinend, ne? Aber die Tür ist auf und hier liegt ein Holzstück rum. Slightly charred piece of wood. Who knows where it came from? Woody. Das Geräusch haben wir schon früher mal gehört, ne? Wir nehmen es mit.
Und was ist das? Kieselsteine. A bunch of pebbles. Must have fallen from the ceiling when the cage descended. Die Frage ist, wie kam das denn, dass sie jetzt wieder eingesperrt sind? Deswegen wundere ich mich gerade so. Nice pebbles. Nice pebbles. Da ist nichts. Okay, dann nehmen wir die mal mit. Yeah, I might need these. Kieselsteine. Die Tür ist natürlich jetzt offen. Das Bedienfeld können wir uns nicht mehr angucken. Den Knopf können wir nicht mehr benutzen. Aber wir können uns eben nochmal die anderen Sachen angucken. A sturdy piece of wood. Nothing I can't handle. Das ist gut. Got myself a pocket full of pebbles. They're fun to throw around. Dann gucken wir mal weiter. Das sieht schon mehr nach. I was in. I was inside the butcher's inner sanctum, and I'd expected this place to be lousy with guts and gore and parts and pieces, but this wasn't that. This was, well, colorful. Yeah. Colorful in a way that makes a Joe uneasy, and it set me to wondering what this guy had for triangles. So many triangles. Papier. Was? Was? Instrumente. Staubhügel. Oh, Entschuldigung, du musst dich niesen. Ich dachte erst, da würde was unter einer Plane liegen. Es ist wirklich sehr bunt hier. Es sieht aber auch ein bisschen kaputt aus oder verwahrlost. Instrumente, zentrales Gemälde. Linkes eingebettetes Bedienfeld, rechtes seltsamer Apparat. Okay, dann fangen wir einfach mal an, ne? I've noticed these dust mounds everywhere around here. What the heck are these things? Weiß nicht, haben wir einen Besen dabei? This stuff looks similar to the stuff in Flamel's place. Oh, okay. Huddle! Huddle together, lovelies! What? Ugh, no. Who knows what this stuff actually is? Oh je. Da ist ein loser Griff. Kommen wir da rein? Ach, wir können oben lang gehen, sehr schön. And there it was, a loose handle hanging conspicuously from the door of an empty cabinet. It looked like something I could probably use. Die Frage ist, ob du es mitnimmst oder nicht. Stupid flies need to learn. Sehr mysteriös. Wir nehmen ihn natürlich mit. Moths to the flame. Was? Das war das erste Mal, dass wir sowas gehört haben, oder? I picked this up in the butcher's lair. It's made out of metal, but nothing too impenetrable. Okay, was ist damit? A strange, strange device. Seems to be out of power. Do as father tells you, little one. Kein Strom, also wird's nicht funktionieren. No idea how to use this. Das bleibt doch ganz gut so. Haben wir noch irgendwas im Dunkeln? Nee, ne? Was? Gemälde vom linken Flügel. Ich sehe nichts. A painting of a wing. Stylistically, very similar to the central piece. Das hier kann ich noch erkennen. Das ist ein Cthulhu, ne? Also es ist ein Krakenkopf, irgendwie sowas. Reminded me of the ones what disappeared from underneath Vlad's castle back in Transylvania. Was? Ich höre Stimmen. Every single flat, one of my doing. My desire. I don't feel good about this. No apparent way of directly interacting with it. Okay. Nicht direkt, vielleicht indirekt. Some kind of control panel looks embedded in this area of the wall, along with the shelves. Licht wäre schön. I want to operate it so bad. Du willst auch Knöpfe drücken, ne? Ach, dann wir sind uns ähnlich. Left. Point left. Nach links, okay. It isn't powered. Wir brauchen Power. Gucken wir uns das eben nochmal alles an, klicken das fleißig durch. Some kind of control panel looks embedded in this area of the wall, ich glaub, along with the shelves. Ich glaube, das ist einfach auf der anderen Seite, ne? Ich glaube, er sagt hier überall das gleiche. I want to operate it. Ja. Nein. Right. Point right. Geht es natürlich nach rechts und es geht auch nicht, weil kein Strom. It isn't. Was ist hiermit?
Of all the things in here, those alone seem to justify this Nutter's nickname. They look pretty disturbing. And triangular, most of them. So nach Pfeilen oder sowas, ne? No apparent sign of use, but could be just cleaned them real well. Gott, was sagen die Stimmen? This won't hurt a bit, little worm. Oh Gott. I'm not touching them. Okay. Dann gibt's hier bestimmt auch einen rechten da. Gemälde vom rechten Flügel. It's a stylized painting of a human head. Was? Was siehst du denn da? It's pretty generic looking. I doubt it represents anyone in particular. Also ich glaube, ich sehe das genauso wenig. Oder ich sehe bestimmt, ich sehe trotzdem nicht mehr. Nee. Ich sehe da noch nicht mal was. My contribution. I don't feel good about this. You were burned to fear what? No apparent way of directly interacting with it. Okay. Gucken wir uns den Schreibtisch an. This must be the butcher's desk. Bücher? Nee, erst den Schreibtisch bitte weiter. It's littered with discarded pages full of gibberish. Or code. This must... Achso, ja. Hm? Worms! Worms! Flies! As tempting as it is, I'll pass. Gut, ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter, ne? Ich hoffe, wir kriegen noch ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes Licht in das Ganze mit dem zentralen Gemälde und was hier noch rumliegt, Papiere und Bücher. Und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt auf die nächste Folge. Ich sage bis hierhin erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Alles Liebe wünscht euch Lizzie. Macht's gut, ihr Lieben. Oh Gott, die Stimmen.